Damit gelangen wir nun zu den Punkten 9 bis 11. Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 9 bis 11, die gemeinsam behandelt werden. Sie betreffen Anträge der Freiheitlichen und des Team Stronach, die darauf abzielen, die Herkunft von Lebensmitteln besser zu kennzeichnen. So will die FPÖ die Herkunft von Lebensmitteln mit armer Gütesiegel stärker berücksichtigen. Außerdem geht es um die Bürgerinitiative Faire Lebensmittel. Diese setzt sich für eine klarere Herkunftsbezeichnung ein. Eine Studie der Johannes Kepler Universität Linz habe ergeben, dass eine Ankurbelung des Absatzes um nur 10% etwa 10.000 heimische Arbeitsplätze schaffen würde. Neben den wirtschaftlichen Vorteilen führen die Unterstützer auch die Lebensmittelsicherheit, die hohen Produktionsstandards sowie die gute Qualität von österreichischen Produkten an. Faire Lebensmittel 1557 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.